wunderschönen guten Morgen, guten Mittag, guten Abend, guten Tag. Hier ist er wieder, der Natural Leadership Podcast. Mein Name ist Anja Niekerken. Yay! Auf geht die wilde Fahrt! Gerade die Frage bekommen, ob ich immer motiviert bin, meine Sachen zu machen. Und die ganz klare Antwort ist, nee, natürlich nicht. Bei allem Sinn, den mein Tun macht und bei aller Liebe, wie toll ich meinen Job finde, natürlich bin ich nicht immer motiviert. Eher weniger. Also ich würde sagen, ich bin so von mir aus motiviert, dass ich aus dem Bett springe und begeistert an meine Arbeit gehe, zwischen 20% und 40%. Und der Rest ist ganz normal. Da stehe ich auf und denke, mir fällt nichts ein. Oder heute habe ich keine Lust. Oder, oh Gott, jetzt muss ich wieder das machen. Natürlich denke ich das. Mein Gehirn funktioniert halt genau so. Wie die meisten anderen Gehirne auch. Natürlich machen wir uns nichts vor. Ich liebe wirklich meinen Job. Und während des Tuns kommt immer Freude auf. Und ich denke zwischendurch auch immer, ach, wie toll ist das denn? Manchmal aber auch nicht. Es gehört einfach auch zur Motivation Disziplin. Motivation und Disziplin sind im Prinzip die zwei Faktoren, die zum Erfolg führen. Für mich zumindest. Alle Menschen, die wahnsinnig erfolgreich sind, sind auch wahnsinnig diszipliniert. Es gibt kaum einen Menschen, der ja Erfolg hat. Also ich kenne kaum jemanden. Selbst die Social Media Stars, die immer wieder als Profischnorrer dargestellt werden, die sind wahnsinnig diszipliniert. Die machen wahnsinnig viel. Zumindest die, die erfolgreich sind. Und genau das ist der Punkt. So, Erfolg ist das, was erfolgt. Wenn du etwas tust, erfolgt etwas. Wenn du nichts tust, erfolgt eben nichts. Also, naja, dann erfolgt auch was, aber es ist halt eben dann nichts. Anyway, es geht darum, diszipliniert ins Tun zu kommen. Und bei mir ist es zumindest so, und ich habe mir sagen lassen, bei vielen anderen auch, dass in dem Moment, wo ich ins Tun komme, komme ich auf einmal in so einen Flow. Dann fängt das auf einmal an, Spaß zu machen. Und dann kriege ich noch eine Idee und noch eine Idee. Und dann denke ich, yay, wie cool ist das denn? Und dann setzt die Begeisterung ein. Im Prinzip ist das so ein bisschen wie, der Appetit kommt beim Essen. Der Spaß kommt beim Arbeiten. So ist es bei mir auch ganz oft. So war es bei mir zum Beispiel auch, als ich joggen gegangen bin. Joggen am Anfang fand ich total blöd oder mich auch dazu aufzuraffen. Und dann kam der Spaß beim Laufen. Der Spaß kommt bei der Arbeit. Anfang. Anfang ist der Trick. Diszipliniert immer wieder ran an den Feind. Das war's von mir für heute. Das war die Montagsmotivation vom Natural Leadership Podcast. Mein Name ist Anja Niekerken. Und wenn du Fragen hast, schick sie mir doch. Ich freue mich immer wieder, eure Fragen zu beantworten. That's it. Ciao, bis zum nächsten Mal.